aber egal. Also 40 Werkzeuge kosten ungefähr 1000, eine Einlieferung kostet 5000, von daher, das ist viel zu teuer. Und Geld ist eigentlich ziemlich wichtig hier in diesem Spiel, ja? Wo ist denn mein scheiß Schiff? Ach, der ist zu langsam. So. Jetzt können wir endlich unser Casino bauen. Wer hat Interesse, beim alten Trenchcoat ein paar Geschäfte zu machen? Registriere demografische Veränderungen. Sie verbessern sich selbst. So wie ich. Oh, nein, nein. Datenbank aktualisiert. Scheiße. Informationen über andere Individuen stehen bereit. Das Schiff kann ich jetzt vergessen. Registriere demografische Veränderungen innerhalb der Bevölkerung. Das Doofe ist, Hector ist direkt ein... Kommandoschiff startklar. Direkt an meinem Nacken. Und Eve, der nervt mich jetzt total. Den muss ich irgendwie abschalten. Interface. Was hier? Warte. Ich glaube, wir können Berater nicht abschalten. Funktions... Ah, hier sind wir bei den Spieleinstellungen. Die können wir während des Endlosspiels eigentlich verändern. Ne, das ist jetzt egal. Da müssen wir halt durch, wenn wir schnell spielen, kommen halt viele Meldungen gleichzeitig und ja, gut, ist Wohnhaus aufgestiegen. Scheiße, ich muss die Aufstiegsrechte blockieren erstmal. Damit die nicht unsere Werkzeuge hier zerfressen. Die alten Geier. Vadim Sokov, Sokov Transnational. Wenn es um Öl geht, führt kein Weg an mir vorbei. Ja, ist gut zu wissen. Wir analysieren gerade die Umweltdaten auf Ihrer Insel. Kurz gesagt, sie sind katastrophal. Das ist ja mal ziemlich nett ausgedrückt worden. Die Frage ist, wie bauen wir das jetzt? Ja, das baue ich. Ja. Doof. Das baue ich einfach mal hier rein. Die Werkzeugfabrik baue ich auch einfach mal rein. Und dann bauen wir ein paar Wege rein. So. So. Jetzt haben wir funktionierende Werkzeugfabriken hoffentlich. Denn Kohle haben wir genug. Und wir brauchen nicht mehr bei den anderen einkaufen. Denn wir sind unabhängig. Ja, ich brauche jetzt... Und ja, wir haben genug Bauzellen für weitere Wohnhäuser. So. Bevölkerung ist gut, denn diese zahlen Steuern. Und Steuern sind cool. Weil sie mir Geld bringen. Definition diplomatischer Status. Lade verfügbare Informationen. Ja. Wir können es so machen, dass wir uns Saatgut Gemüse holen und hier unsere Felder, Gemüsefelder aufbauen, damit wir Nahrung für unsere Angestellte bekommen. Bei Ihnen hat man wirklich den Eindruck, als legen Ihnen die Leute am Herzen. Denn diese brauchen für ihre Fertiggerichte Gewürze oder was auch immer. Naja, ich bin jetzt nicht so... Nee, was ist denn das? Hartweizen. Ja, ich bin... nicht in... Und Sokov hat sich direkt die geilste Insel geschnappt. Wollen die mich verarschen hier? Ich habe eine sehr geile Insel gefunden und das hat sich Sokov geschnappt. Naja, egal. Was denn hier?
Trüffel, Zuckerrüben. Kaffee. Naja. Hier gibt's. Ich denke, Sokov wird sich später diese Insel schnappen. Ich hole mir sofort diese Insel, sobald ich kann. Das haben wir erst später. Doof. Blöd, blöd. So. Dann bauen wir hier direkt sowas. So ein Warendepot. Ich habe jetzt Folgendes vor. Ich will Kalkstein produzieren. Und Sand. Dazu brauche ich diese Felder hier. Ah, da kann ich durch. Nee, kann ich nicht. Aber das passt ja, dann kann ich... Das sieht so schön symmetrisch aus, wenn ich das so baue. Und das Ding herum. Und hier bauen wir dann unsere Kalksteinfabrik. Nee, unsere Kalksteinmine. Ich verspreche mich hier immer im MP. Heute ist nicht so mein Tag irgendwie. Nicht so mein LP-Tag. Betonfabrik, gut. Ich glaube, ich hole mir... Entschuldigung, ich hätte da eine Bitte an Sie. Ich kann schlecht Rohöl liefern, aber... Ich kann schlecht Öl besorgen. Das geht nicht. Und ich suche coole Inseln. Die Inseln hat sich jeder weggeschnappt. Reparaturdock, Hafenbehörde. Genau auf sowas habe ich gewartet. Sie vergessen meine Bitte nicht. Ja, ja, das tue ich nicht. Ich warte jetzt nun auf Werkzeug. Dieser Konkurrent versucht ständig, mein Unternehmen zu schädigen. Wir müssen handeln. Ruhendes Kapital. Registriere ja, Auftragsanfrage. Meinetwegen, ich brauche nicht mit dem zu handeln. Jemand appelliert an Ihre Hilfsbereitschaft. Boah, halt's Maul. Ich hasse das jetzt, diesen Berater. Ich denke, jetzt habe ich genug Werkzeuge für eine Hafenbehörde. Nee, scheiße. Nicht, dass ich das Falsche baue. Genau das will ich bauen. Schiffswerft. Kann ich aber nicht bauen. Ich brauche viel mehr Angestellte. Sie erledigen das doch wirklich für mich, oder? Ja, ja. Solange der nicht nervt. Ich muss jetzt neue Gebäude freischalten. Ohne wird's schlecht. Und ich merke gerade, dass ich viele Gebäude bauen muss. Ja, hier. Diese Minen muss ich auch noch freischalten. Machen wir das so? Zack. 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 Damit es schön symmetrisch wird. Ja, da ist jetzt was Doofes passiert. Hier machen wir es so, ich baue ab diesem Feld hier weiter. So. Nee. Was rede ich da?
Ja, so passt es ja, oder? Den Strich haue ich hier weg. Was treibe ich da jetzt schon wieder? Genau, sowas wollte ich machen. Perfekt. Da passen dann die ganzen Fabriken rein. Ich will jetzt so eine zweite Mine bauen, nicht genügend Baumaterial. Warten, warten, warten. Perfekt. Kriegserklärung zwischen Nachbarn registriert. Jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir genug Eisen, hoffe ich mal. Dann werden wir noch wieder so eine Schmiede bauen. Wie nennt man das denn nochmal? Eisenschmelze. Die werden wir gleich bauen, wenn wir 4 Werkzeuge haben. Und dann produzieren wir Werkzeugfabriken viel... Nee, Werkzeuge viel schneller. Jetzt geht es noch schleppend voran hier. Sehr, sehr langsam. So. Jetzt müssen wir noch mehr warten, bis wir was haben. 3 Werkzeuge. Ich find's doof, dass man Werkzeuge braucht, um Werkzeugfabriken zu öffnen. Ah, da haben wir die 3 Werkzeuge. Ja, die Beförderung können wir jetzt wieder aktivieren. Und wir machen schneller, damit das alles schneller geht. Warum denn sonst? Ach, ich laber wieder mal Schwachsinn. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Nee, das lasse ich mal. So. Stopp. Nicht da bauen. Sondern... hier und hier, dann haben wir so coole Häuser rein. Ich bin darauf programmiert, sie zu unterstützen. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Ich stehe jederzeit mit weiteren Informationen zur Verfügung. Jetzt genug Wohnhäuser und das heißt, wir können eine Schiffswerft bauen und unsere ersten Schiffe. Ne, eigentlich unseren zweiten. Der erste wird jetzt zerstört von diesen blöden Piraten. Dazu brauchen wir 5 Werkzeuge. Ich weiß schon, Sie vergessen meine Bitte nicht. Ne, vergesse ich nicht, aber warte. Meine Informationen waren nützlich. Genau, jetzt kann ich die Schiffswerft endlich bauen. Die Tycoon Schiffswerft. Cooler Name. So, für ein Kommandoschiff brauche ich jetzt auch noch Munition. Dazu brauche ich noch mehr Angestellte. Aber ich kann ja schon mal ein Frachtschiff bauen. Lade verfügbare Informationen. Damit werden wir uns die zweite coole Insel schnappen. Dann werden wir dort ziemlich viel... Ja, die Insel ist sehr geil. Registriere neues Fahrzeug. Uran, Öl. Ja, Öl hat sie. Uran, Öl, Gemüse, Kaffee. Alles, was wir brauchen. Und dann noch einen freien Platz für Zuckerrüben. Zuckerrüben will ich da haben, weil für meine Forscher... brauche ich Kaffee und Zuckerrüben. Warte. Die hat noch Gemüse. Genau. Gut. Beton habe ich auch. Ah, da ist das Schiff. Das ist das coole Ding. Ja, erstmal muss ich warten, bis Bauzellen und allen möglichen Scheiß produziert wird.
So. Beton kann ich auch verladen. 30 Stück und Werkzeuge brauche ich. Aber Werkzeuge, die gibt es so selten. Das nervt mich total. Ich darf nicht warten, bis Sokov sich diesen Platz schnappt. Ich will eigentlich 30 Werkzeuge haben, weil das ist ein Problem später. Man hat nie genug Werkzeuge. Nee, das ist ein Problem am Anfang. Später hat man so viele Werkzeuge. Später hat man aber nicht genug. Wenn man sich doof anstellt, fehlt es an Geld. Wenn man sich gut anstellt, fehlt es nicht an Geld. Aber ja, später fehlt es an Öl. Das ist das Wichtige. Weil ich hatte es einmal von der Insel, habe ich das gesamte Ölvorkommen verbraucht. Und dort waren halt meine ganzen Ölplattformen und alles Mögliche war dort drauf. Und ich hatte kein Öl. Diese Plastik-Lifestyle-Produktion, die ist mir wirklich eingekracht. Und ich hatte ein ziemlich großes Problem. Da habe ich so viele neue Inseln gebraucht für neue Ölfelder und so Sachen.